Guten Morgen! Soll ich euch mal was sagen? Abfahrtskontrolle gemacht. Ich hab ne Lust, ne? Nein, Spaß beiseite, ich hab gute Laune. Ich kann euch sogar zeigen, warum. Raumschiff Enterprise. Man sieht wieder hier typisches Schäfernchaos, ne? Raumschiff Enterprise. Und soll ich euch jetzt mal was zeigen? Oh. Was ist das? Gott sei Dank, ey. Dementsprechend habe ich natürlich auch gute Laune. Wurde jetzt auch mal Zeit, ne? Ja. Neuer LKW. 17 Tonner Kran. Also bin ich gut gelaunt. Oh, ich guck mal, ob ich euch heute was filmen kann. Die letzten Tage hätte ich eigentlich gut filmen können, weil auch einiges kaputt gegangen ist. In Anführungszeichen kaputt gegangen. Da sind Schläuche geplatzt. Keine Ahnung warum, aber gut, da kannst du halt nichts, da machst du nichts dran. Ne? Die sind einfach geplatzt und das war es. Und jo. Jetzt gucken wir mal weiter. Was soll ich jetzt sagen? Mercedes mit ihrem komischen Spiegelsystem hier. Man kann sich dran gewöhnen. Steht außer Frage. Aber du erkennst nicht mehr auf 500 Meter, was für ein Auto hinter dir ist. Ne? Und du vorher im Spiegel erkannt hast. Dafür siehst du dann aber ganz genau, wie die Menschen in der Nase popeln, wenn sie hinter dir sind. Das ist eine Logik, die muss man nicht verstehen. Ne? Aber das ist sicherlich auch nicht das Einzige, weil ich daran zu kritisieren habe. Hier, dass das Ding hier fest ist, ne? Ich weiß nicht. Das sitzt mir genau in den Füßen. Dadurch, dass ich nicht der Größte bin, ich habe das Ding da ständig in den Füßen. In einem Kreisverkehr sehe ich fast nichts. Ich meine, das ist ja mal auf hohem Niveau, ne? Man kann sich ja so nach vorne bücken, muss ich ja. Aber, ja. Aber, was soll ich sagen? Ansonsten, ja. Keine Luft im Sitz hier. Das ist das Nächste. Ich bin zu schwer für meine Größe. Wenn ich mich so aufpumpe, dass das... federungstechnisch für mich passt, ne? Sitze ich da oben an der Decke. Ah, nee. Und da der Sitz sowieso schon sehr hoch ist, ja, ich hoffe, dass ich eine tiefe Sitzkontrolle habe, ey. Wo ist eigentlich mein Nasenspray? Und übrigens, ich bin nicht auf öffentlichen Straßen gerade unterwegs, ne? Nicht, dass sich da wieder irgendeiner beschwert. Oh, nee. So, auf jeden Fall. Probleme hatte ich ja vorher nicht, egal ob Scania oder Volvo. Die Problematik gab es da nie. Das war nie ein Problem. Da brauchte ich auch keine tiefe Sitzkontrolle. Aber gut, man muss das nehmen, was man kriegt, ne? Nee, das passt schon. Ich habe ja hier auch. Im Leben als Holzkutscher. Ja.
gestern Morgen habe ich da oben reingesehen. Heute Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Was ist denn da? Eine Katze. Gucken, ob das Auto heute Morgen auch wieder so beschissen hier steht, ey. Weiter nach oben gestellt. Keine Kennzeichen zu sehen sein, also muss ich das irgendwie einzeln da rauspassen. Viel zu viel Arbeit. Hey, wie gesagt, ne, ich mach das halt aus Spaß an der Freude und ich verbringe so schon viel zu viel Zeit mit dem Videoschneiden und dem ganzen Kram. Viel zu viel Freizeit. Da geht nämlich echt viel Zeit drauf. Und wenn du sowas nicht hauptberuflich machst, ist das echt eine Katastrophe. Vor allen Dingen, ihr könnt noch mal unbedingt geschnitten werden. Ja. Ich habe eben schon eine Vollbremsung gemacht für zwei. Jetzt habe ich geschlafen. Naja, egal, muss man halt mal bremsen. Ja. Wir haben 14 Grad, habe ich gerade gesehen hier. Mein Raumschiff Enterprise zeigt er dann. Wir haben Montag, ne? Gucken wir mal, dass das alles heute funktioniert. Schakalaka. Ah, oh. Oh, scheiße hingestellt. Ich hasse das Rückwärtsfahren mit dem Ding hier, ne? Echt jetzt. Boah, ich werde krank. Ich werde krank. Aktivitäten. Lodi. Wisst ihr, was ich heute Morgen als allererstes mache? Jetzt erstmal gucken, ob meine Handschuhe noch drin liegen. Und dann schmieren. Schmieren! Oh nee. Jo, meine Handschuhe liegen noch drin. Oh.
laut so was. Echt. So vergeht die Zeit am frühen Morgen, ne? Schneller als man schauen kann. Ist halt so. Ja.
Langsam, Moment! Komm zurück! Stopp! Okay! Nee, ey. Die sind schon wieder wie Kraut und Rüben, die Scheiße hier, ey. Ich werde wohl nie verstehen, warum das eigentlich immer. Ich hab hier ein bisschen noch hier hingeschrieben.